Ja, liebe Leute, und damit seht ihr richtig, es ist der dritte Teil jetzt angesagt von Creepy Tale, nämlich Ingrid Penance, was so viel heißt wie Ingrids Buße. Naja, das Sammelbuch für das Spiel. Als eine Bestrafung für ihre Taten gerät Ingrid in die Hölle. Als sie sich durch die für ihr Herz hungernde Dunkelheit den Weg bahnt, kommt sie zur Entsühnung. Aber ihr Schicksal ist in ihren Händen. Jo, ich würde sagen, wir spielen... Und ich freue mich schon sehr darauf, weil ich habe die ersten beiden Teile sehr gerne gespielt. Kapitel 1, das Brot. Ich habe das noch nicht angefangen übrigens. Also warum auch immer jetzt schon Kapitel 1 steht. Ah, aber es geht von vorne los. Also viel Spaß. Oh, look at those lovely cheeks. And those eyes. I was created to experience all of life's joys. Ingrid, be a dear and go visit your granny and bring her some fresh bread. She'll be so happy to see you. Fine, give it here. There'd better be pancakes on the table when I get back. Of course, my dear. And do spend some time with your granny. Have a chat. She's so lonely. Yeah. I'll stick around and chat. Oh je, ich merke schon, Ingrid ist das liebste Kind überhaupt. Ich kann nicht zurücklaufen, ich kann nur vorwärts laufen. Oh, was sie schon für Gesichtsausdruck hat. Ist kein gutes Kind, auf jeden Fall. Aber hat sie verdient, in die Hölle zu kommen? Ich weiß es nicht. Oh, da ist eine Matschpfütze. Achtung, das wird bestimmt... What a gross puddle. I don't want to stain my new shoes in that dirt. Nicht dein Ernst. Die wollte jetzt echt über den Brotleib. Was ein kleines Dreckskind. Ja, da hat sie es verdient vielleicht. Wer weiß. Was die Bierbrauerei? Oh ja, direkt. Das ist für Kapitel 2. Alter. Da sieht man nicht nach Bier aus. Eher aus wie schon mal gegessen. Ups. What's going on? Where am I? Hey you! Monster! I'm talking to you! What is this place? Was ist los mit ihr? Here we go. Kids are the worst. No respect for their elders. Nicer kids don't end up down here. So where am I? You're in a brewery in a swamp. There goes being neat and tidy. I wanted to keep my shoes clean, and now my clothes are all ruined. So, are you gonna boil that girl or what? Ah, she's too arrogant. She ruined the broth. Sie ist so arrogant, sie will die Brühe, ruinieren. Better, I'm afraid. What about Clovis? Where am I meant to find any of them now? What a greedy creature. There's no tearing it away from that bowl. Just like my duck's strudel. Aha. Hier kann ich die Kohlen anheizen. Okay, interessant. Das ist schon wieder ein bisschen anders als noch der erste und zweite Teil. Take me home, now! Hey, Swamp Monster, where's the exit? What's with the yelling? If you ended up here, that means you're getting eaten. Was für ein Dreckskind. Where are you off to? I want to go home this instant. Come here, sweetie. You'll make for a wonderful statuette. Just as to give my grandson as a gift. Alter.
Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Aha. Inventar habe ich keins. What a greedy creature. Ich komme nicht an ihr vorbei. Okay, sie lässt mich nicht vorbei. Wir sind sogar noch ziemlich nett zu uns, wenn man mal überlegt. You really ought to decorate your brewery with a statue of a child. I prefer kids as soup. Was kann ich denn hier machen? What a greedy creature, my grandson and I like it. It's... Warte mal, daneben liegt das Rad. Jetzt sehe ich das. So, was brauche ich denn? Eins von den Dingern brauche ich. So, was ist die Frage? Das schon mal nicht. Filze? Ich brauche irgendwas für das Vieh, auf jeden Fall. Ein Auge? Vielleicht die Araune? Oh, die Raupe war's. Okay. Alter, das ist... Where are you running off to? Come see, younger Amy. Jetzt kann ich durch, endlich. Kann ich auch rennen? Oh, warte mal. Das Hühnerbein. Gross. Mitnehmen. Cool, dass ich mich doch entscheiden kann. Was? Eine schleimige, vollstickende Hähnchenschenkel. What the hell? Okay. Kann ich das noch weiter runter? Nee. Warte mal, ich muss das doch bestimmt füttern mit dem Hühnchenschenkel. Hoffentlich frisst es mich jetzt nicht. Warte mal, wie mache ich das denn? Aber jetzt ist... Ach, das war ein Rätsel. Ach so, na dann. Ah, Devil! The elevator has been taken over by a monster. Ich werfe ihn lieber. Obwohl, was wäre geschehen, hätte ich's gefüttert. Oh nein! Ich dachte schon, der frisst mich jetzt. Kapitel 3, der Wasserfall. Das geht aber echt schnell. Hä? Das ist die Hölle. Ich wollte schon sagen, jetzt frisst er den kleinen Kerl.
Ingrid. Oh nein! Hey, Newbie! Wanna play? Er kann auch noch sprechen. Wait, what? A funny game. And if you win, you get to go back home. And if I don't? Mate Gregor is lost. Although I personally never liked him from the start. Maybe that's why. So who even are you? I don't have a name. I'm Moloch, just like all my brothers. Are there a lot of you? Plenty, but I am the only one who likes to play. So does this game of yours have any kind of rules? The rules are simple. Act as you see fit. And who decides who wins? Not me, that's for sure. Don't be scared. You'll get the hang of things as you go. It's not like you have a choice anyway. Creepy. You're not a very friendly bunch here, are you? And you're no angel yourself, Ingrid. Otherwise, you wouldn't have ended up here. That's stimmt. You wanna go home already? Ich antworte höflich. You bet I do. Please help me. You see that waterfall? That's a portal to your world behind it. You can go anytime you like. And that's it? Sounds easy peasy. It couldn't be simpler. Give it a go. Also ich schwöre hiermit feierlich, wenn es die Möglichkeit gibt, sie leiden zu lassen, dann werde ich das tun. Also natürlich, ja natürlich würde ich es dann wahrscheinlich nochmal spielen, ab der Stelle, wenn sie stirbt. Aber ich finde, sie hat es so ein bisschen verdient. Oh nein. Nice and hot, right? I guess you're a fool of vile. In dir, mit ihr Ehe? Oh, sie hat ja doch Gefühle. The waterfall marked you up. Sechs, drei? What are these numbers? Your sins are on the left, and your good deeds are on the right. Aha. And what am I meant to do with this? Just be yourself. Sechs Sünden und drei gute Dinge hat sie getan. Okay. Bin ja gespannt, ob es zwei verschiedene Endings gibt, aber... Ei. Ich habe jetzt nicht so die Zeit, um beide zu zeigen. Ich werde natürlich das Gute zeigen, wenn es geht. Hm? Alter, die ganzen Kinder, die da zerstört... Drei. Vier. Zwei. Ah! Was? Hm? Vier. Drei. Vier. Ach, so oft kann ich da drauf springen. Verstehe. Oder? Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Also zwei ist böse. Alle anderen gehen anscheinend. Hm? Hä? Höpf. Nein! Oh nein, scheiße. Was ist da unten für ein Grabstein eigentlich? Ach, warte mal. Das ist ein Hinweis da unten, der Stein. Kleiner als. Oh mein Gott, ich hab's endlich geschafft. Hui, okay. Ich hab's nicht geschafft. Doch, der Bauch, Kapitel 4. Hä? Sag mal, das war jetzt ein Bild und schon habe ich das nächste Kapitel.
Krass. Oh nein, das wird mich... Oh, wenn ich das schon sehe, dass da was zwischen den Zähnen steckt, das triggert mich. Ist das der da? Was haben die da für kleine Messerchen? Ich hab da eben so ein bisschen Angst vor. What the hell is going on here? Was die aber auch für irgendeinen scheiß Gesichtsausdruck hat, ne? 6-3. Okay, ich habe ja noch nichts getan. Ich bin nur der Falle entkommen. Ein altes, rostiges, mit Blut verspähtes Kochmesser. Ew. Das ist Knoblauch, der ist nicht eklig. Ein widerlich riechender Knoblauch. Aha. Das ist die Leber. Alter, ist das hier ein riesiger, höllischer Organismus? Ist ja super. Ist halt die Frage, was ich jetzt... Wenn ich da was mache, ist das dann gut oder böse? Ich könnte es mit dem Messer nämlich auftrennen, wenn sie schon sowas sagt. Oh, there's a hole here. There must be another way. Mist. Also muss ich nach oben. The elevator's in the way. I can't jump. I can't jump. Da fehlt ein Rad. Looks like the central gear is missing here. Ah, langsam, behutsam, Knoten. Oder ich mach langsam. Bitteschön. War das jetzt eine gute Tat oder eine schlechte Tat? Seht ihr, es war eine gute Tat. When I get out of here, no one's gonna believe me when I tell them what happened. Dass deine Eltern dich auch nicht verstoßen haben, ist übrigens... Das zeigt, was für geduldige Menschen sie sind. Oh, soll ich es tun? Ich weiß nicht. Kann ich speichern? Nee. Okay, es war keine Sünde. Aha. Fantastic. They installed the elevator solely for the sake of a continuous feeding cycle. Oh crap. Was mache ich denn jetzt? Aha. Das ist ja keine Sünde. Ich verstehe es halt nicht so ganz, was jetzt Sünde ist und was nicht. Wahrscheinlich Sachen, die ich machen muss, die werden nicht bestraft, aber... Wenn ich jetzt mit Absicht gemein bin, so den Knochen gewaltsam rausziehen, dann ist es halt schlecht, ne? Ja, der Aufzug geht nicht mehr. Oh doch, der geht. Oh nein. Stück Leber. Gross. Mitnehmen. It looks disgusting, but who knows? Maybe it'll come in handy. Alter. Ist das eklig. Sie ist halt auch eine eklige Person, leider. Aber wie gesagt, ich raff nicht so ganz... Mit den Sünden jetzt hier und mit den guten Taten. Wahrscheinlich wird am Ende dann über sie gerichtet. Alter. Wow. So, how do I negotiate with them? Verabreden. Ah ja.
Haben wir schon mal einen Hebel. Ah. Alles klar, gut zu wissen. Hier, fürs Knoblauch. Wollte man den Sabber? Ach nee, das war ein Horn. Okay. Au! Au! Alter. Wow. Also ein Hebel. Ein schäbiges, leeres Trinkhorn. Zeit, dass es aus der Leber gefallen ist. Lecker. Lecker. Wie komme ich jetzt hier weiter? Kann ich daneben vielleicht rausgucken? Nee. Vielleicht muss ich ja das Ding abstechen oder so. Mit dem Messer. Alter. Nun, was mache ich denn jetzt? Aha. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt kann ich über die Grube drüber. Fantastisch. Smatsch. Säure. Acid Rain. Nicht Purple Rain, vergesst es. Acid Rain. Okay, ich glaube, ich muss nochmal die Dinger blockieren. Da hört er mich auf zu fressen. Ja, die sind wieder rausgefallen. Also es ist nur zeitweise, gut zu wissen. So. Fantastic. So, schnell. Entschuldigung. Ich muss warten, bis er sich rumdreht. Komm schon. Seid schnell. Ich weiß doch. Oh, Magensäure. Geil. Ja, komm schnell. Ich finde das Spiel sehr, sehr cool übrigens. Ich mag diese Spiele super gerne. Die werden immer besser mit der Zeit. Ich hoffe, die machen noch mehr, weil das ist jetzt, wie gesagt, erstmal der letzte. Aber es ist ja auch immer wieder eine andere Hauptfigur, ne? Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Dass man nicht so eine fortlaufende Geschichte spielt, sondern immer wieder neue Charaktere. So, geschafft. Ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass es jetzt sehr kurz ist, weil die Kapitel sehr, sehr kurz sind. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Menge Kapitel und das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger. Hallo? Kann ich die irgendwie kombinieren? I don't think a broken gear will do the trick. So. Damn. Oder Zahnrad? Warte mal. Ich brauche irgendwas, was als Kleber dient, glaube ich. Ew. Ich kann aber leider nichts. Alter. Kann ich den abstechen vielleicht? What the hell is going? Oh gut, ich hab schon ein bisschen Angst gehabt, sie sticht das aber 4 jetzt einfach ab. Weil die machen ja auch nicht wirklich was, ne? Ja, die Säure ist wieder an, warte mal. Magensäure. Geil.
Vielleicht kann ich jetzt die letzte Tentakel damit schmelzen. Ich guck mal. Es ist so geil. Es ist, also, die Idee dahinter schon. Super. Ja, die! Sieht gut aus, keine Sünde. Juhu. Ja! Nice. Ich hab das Zahnrad. The passage is clogged with food waste and oozing disgusting sticky slime. Oh, ich krieg Hunger. Boah, die Soundkulisse ist auch geil. Oh, die Leber ist schon wieder verheilt. Schön. Seht da mal. Die Leber ist echt super regenerativ. Alles klar, dann setzen wir das Zahnrad ein. Ich bin gespannt, was passiert. Ist auch ein bisschen pervers, so ein riesiges lebendes Vieh, aber auch technisiert. Oh, oh, Kürbis. Ich weiß noch nicht, ob es Kürbis frisst. Jetzt hat er da Knoblauch dran gemacht. Jetzt setzen wir halt erstmal auf eine Gemüsediät, oder was, den Riesen? Ich finde die Musik voll schön, wie gesagt, die passt voll. Wie so ein Märchen, aber so ein ziemlich abartiges, düsteres Märchen. Warum ist denn eigentlich der Mund zugenäht worden, dass sie nichts wegfuttern, oder? Bah, die Zähne, ey. Oh nein, ist er tot? When I get out of here? Das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen, ha? Huh? Oh nein, der hat die Knochen jetzt weggeholt. Der ist total gestört, guck mal. Sein Auge zuckt. Jetzt frisst er die ganze Zeit Kürbis. Was macht das? Hat sich nicht so viel verändert bisher. Oha. Alter. War das so Darmpolypen oder was? Kapitel 5, die Brücke. Ich glaube, diese Tentakel waren Darmpolypen oder so. Ah, es ist so lecker. Ah, ist er wieder, mein Freund. Ingrid, what? Aren't you staying for dinner? Ugh, what dinner? I won't be able to stand the sight of meat for the next week. Und die ganze nächste Woche. What's the week without meat compared to an eternity in hell? Warum fliegt er über das Ubisoft-Logo rum? I've seen my worker be brothers. Yeah, I saw them. Why are their mouths so shut? Did they drone on too much like you? You're witty, like you. Perhaps you'll even get out of here. Vielleicht wirst du rausmachen. Ich antworte höflich. Thanks, I hope so. Here's a word of advice for you. Don't let anyone around here see you. Especially not Auntie Toothache. This place is full of life. Well, death, to be more precise. And you'll only be a nonsense to the locals, getting in the way and showering them with your questions. That modest never went easy on kids. If he sees a child, he immediately turns them into stone and puts them in his yard as a decoration. And you know, plenty of others have started following his lead.
Die Übersetzung ist ein bisschen fail, aber... Naja. Sieben gute Taten. Wie habe ich das denn geschafft? Ich bin von 4 auf 7 gesprungen. Alles klar. Nur weil ich höflich war jetzt. Oh, die Brücke sieht schon... Nee. Hey! Why'd you decide to wake the owls, huh? Die Ohreulen. Who? I was just walking by. Yeah, yeah. It's not like there's any other road anyway. Exactly. And you're doing nothing but distracting me. Well, perhaps I wanted to help. Help? If you want to help, then tell me something useful, or don't say anything. Keep in mind that owls like children, but in their own way. They hang up dream catchers, and children die in their nightmare. What's this? Another part of your dumb game? Be nice to Moloks, and they'll be nice to you, huh? In this, as you put it, dumb game, you can wash away your sins. But only few succeed. Sich bereuen oder sich erbosen? Nee, komm, ich bin lieb. Mommy, I'm sorry. I behaved terribly and never appreciated how you cared for me. Wow, already repenting, are we? That's good, but words mean nothing if you don't back them up with actions. Quit your sobbing. Maybe you'll get back. I heard one boy managed to escape. Hey! Hey! 10! Also wenn ich mich artig verhalte, gibt's Punkte 3 sogar dazu. There's a way to get around the defenses. My cousin managed somehow. Although, I haven't seen him since. Die Übersetzung, ey. Er ist durchgesickert. Oh, Federn. Sammeln wir mal alle auf. Lalala. Kann ich mir so Knochen mitnehmen? Okay, ich glaube zwar... Eigentlich sollte das nicht funktionieren, aber irgendwie... Kaut er sich am Fuß rum? Natürlich funktioniert's, was denn auch sonst? Sie guckt aber auch so angesickt, ne? Bei Kapitel 6, der Baum. Es geht echt super flott. Am Ende gibt es irgendwie 30 Kapitel oder so. Wer ist denn so schlimm gewesen? Du hättest die Federn jetzt drangelassen. Also, ich kann in den Träumen sterben, ja? Das erinnert mich so an den ersten... Nee, das war der zweite mit den Eulen, oder? Nee, das war der erste. Brauche ich eine Kurbel? Ach, guck mal, da kann ich die einstellen. Okay, ich habe jetzt alle einmal ausprobiert. Das ist nicht richtig. Vielleicht brauche ich auch noch was anderes. Da war eine Kugel drin. Okay, leuchtender Stein. Na gut, vielleicht muss ich die einfach mal hier einsetzen, die Kugel. No, you can't get the orb in here. Vielleicht in den anderen Baum. Hm? Nee. Hm? Kann doch nichts machen. Ah. Hier, den Orb rein. Aha. Okay, so funktioniert's. Ein Hammer. Hm?
Interessant. Aber ich frage mich trotzdem, was für ein System das sein soll. Oh, die Eulen. Wenn die mich sehen, ist bestimmt vorbei. Okay, ich guck mal, was passiert, wenn die Eule mich sieht. Hallo. Okay, die tötet mich direkt. Gut zu wissen. Komm schnell. Hier, die formelt da was rum. Hier unten holt sich dann die Blume. Hat sie vergessen, was sie wollte, oder wie? Oh oh, die unten bewegt sich auch nach drüben. Das ist schlecht. Muss ich aufpassen, dass mich keiner sieht hier. Leeres, dustiges Fläschchen. Hol die Blume jetzt. Okay. Ich habe die blaue Farbe, für was auch immer. Immer blau. Oh nein! Hol die Blume jetzt! Ich hab die Flasche immer noch, sehr gut. Hat jemand das Kügelchen nur blau an damit? Da kommt die Feder dran. Noch mehr. Und das sind diese Traumfänger, mit denen sie die Kinder einfangen und dann töten. Das war im zweiten Teil, ja, ne? Wie die Eulen uns da einsperren wollten. Du Schwein! Ich weiß nicht! Who in the right mind? Oh je. Who in the right mind would climb up into a... Kann ich alle Blumen versauen? Die Schere. Ja! Alter! Ich habe den Schädel eingeschlagen! War das eine Sünde? Das war eine Sünde, scheiße. Ja, ich hätte das machen sollen. Ich musste die Eule töten. Jetzt, was macht sie mit ihr? Spielt sie mit ihrem Hirn jetzt? Matscht sie da so ein bisschen rum? Spiel gespeichert. Wenigstens machen so diese elenden Traumfänger jetzt nicht mehr, um die Kinder einzufangen. Hey, are you all dressed up? Do we know each other? You've already forgotten? We play together. That must be Cousin Amusing himself. That slacker. I see. So, what are you doing here? He lost you back there. I'm looking for treasure. And how's that working out? I found something.
Now all that's left is to find the exit. I don't suppose you know where it is? I was meaning to ask you the same thing. Knock me down with a feather. Those owls are such bore. They cage you up in the tree, and you roam around hungry, sleep-deprived, and wet to the bone. Yeah, they're kind of weird. Anyway, what was that about treasure? Little girls have no business knowing that. Then have fun with that jar of yours. So, passt das jetzt? Ein Buch. Okay, ich verstehe das System. Dass man so die einzelnen Räume erreichen kann. Kann ich wieder noch quatschen? Nee. Das sieht man doch, das sieht ganz anders aus als der andere. Das ist die nächste Feder. Diese Eulen sind bösartig, Mann. Schädel. Da war eine Made drin. Gibt es eigentlich auch wieder diese bösen Schmetterlinge? Eisernes Objekt von der bizarren Form. Also noch ist auf jeden Fall meine gute Sache hier. Also meine gute Ader ist weiter. Ah, lass mich raten. Das sind die Schlüssel hier für diese Eulenköpfe. Upsie. Geh zurück. Sehr gut, er geht wieder zurück. Ein Glück. Sehr gut, ich weiß, wie ich es machen muss. Lass dich umdrehen, Koppel. Sense? Oder eine Sichel besser, so eine kleine? Ich hoffe, ich muss ihn nicht umbringen. Kann ich ihn umbringen? Nee, lieber nicht. Okay, ich verstehe gar nichts. Alte Sichel. Die Eule kommt jetzt aber nie wieder hier raus, oder? Wenn ich den da unten einsperre? Das hört die auch gar nicht, aber das eine Regal interessiert sie jetzt. Oh nein. Es tut mir echt leid, Eule. Ja gut, wenn sie clever ist, kommt sie natürlich raus und wahrscheinlich kann sie auch fliegen, aber es war jetzt nicht besonders schwer. Was kommt jetzt? Badewanne. Fällt doch bestimmt nach links. Ne, nach rechts, okay. Ich repariere ja ein gesamtes System hier einfach mal so easy, ne?
Oh nein. Soll ich mich reinlegen, dann sterbe ich bestimmt. Nee? Oh nein, da ist schon ein Junge. Are they asleep or already dead? Armer Junge. Oh nein, die armen Kinder, ey. Wie sie mitgeht bei der Musik. Kann ich die vielleicht retten, die Kinder, wenn ich das irgendwie einstelle? Nee. Some kind of hook. Da kommt so die scheiß Eule wieder. Ja, genau, mach da eine Runde. Crap. It's impossible to focus with that. Was, wenn die Eule in der Nähe ist? It's impossible to focus with that owl around. Ich glaube, ich weiß wie. Ich brauche da oben auf jeden Fall. Ich brauche so einen Traumfänger, definitiv. Aber wie komme ich da ran? Warte mal, vielleicht kann ich ja nochmal zurück in die Werkstatt. Und mir selbst einen herstellen. Oh nein, jetzt ist die traurig, die Eule. Guck mal. Tut mir aber leid. Aber das ist keine Badewanne, das sind diese Betten halt einfach, ne? Nein! Diese blöde Eule. So unangenehm, wie die schon da sitzt, die Hintergrund, ne, und runterguckt. Da kommt er. Ich glaube, der Eulerich. Ja, aber das ist voll die Entspannungsmusik. Jetzt mache ich das mit euch, was ihr den Kindern antut, du Schwein. Mal 4, 2, ne, 1, 2, 4, 3. Das stelle ich dann mal bei den anderen ein. Some kind of hook. Komm nur her. Stirb. Eulen, mit euch habe ich keinen. Oh, sehr gut. Kein Mitleid mit euch Eulen. Ai. 12. Warte mal, 1, 2, 4, 3, da haben wir 3, 4, 2, 3. Das vielleicht auch ausstellen? Ja, 1, 2, 4, 3 ist das Schwächste. Sehr gut. Mach ich das mal überall und lass die Kinder frei. Nein, das geht nicht.
Sehr gut. Nein. So. Ah. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben das Kind gerettet. Yes. Hey, hold it right there. Where do you think you're going? War das gut? 14, sehr schön. Diese Drecks-Eulen, ne? Oh, guck mal, was sind das für Abakusse, die Zähler hinten? Vor allem den Jungen natürlich auch noch. Gehört sich ja so. Sehr gut, Junge. Oh, sie lächelt mal. Das sieht viel netter aus, als wenn sie die ganze Zeit eine Fresse zieht. Ey, 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 ey. 17 zu 8, sehr schön. Sehr, sehr schön. Achso, das sind alle Schultertasten machen das. Also L und R1 und 2. Ich dachte, ich kann irgendwie rennen oder sowas? Nee. Alles klar. Ach, guck mal, der Abakus, jetzt sind alle rübergewandert. Oh, nach links. You thought that our final lesson. Keep up the good work. What's the use? I still didn't manage to get out. Let's play a game. Who can find the exit the fastest? I'm so sick of your games. Why didn't you find the exit before? Well, I had nobody to play with. Wow, klappst du dich am Kopf. Warum ist da jetzt eine Raupe drin? Ist die runtergefallen vielleicht? So, dann komme ich doch mal hier rein. Was haben wir da? Gar nichts. So, ich bin nochmal in die Bibliothek gekommen und alles war wieder zurückgesetzt. Aber ich habe gesehen, dass es hier auch nochmal rauf geht. Und ist es so? Wow, okay, Tatsache, den habe ich echt übersehen, den Raum hier oben. Was ist das hier? What's that prickly mass? That's what I dragged myself up here for? Nur am Meckern, und? Alter, da ist ein Orb drin. Wie gut. Okay, dann komme ich jetzt weiter. Ich habe echt lang gesucht jetzt. Dann steige ich natürlich alles raus. Das war... Boah, meine Güte. So, die dumme Eule steht immer noch da rum. Ach nee, warte mal. Ich komme jetzt... Komme ich noch hier runter? Crap. Wie soll ich denn jetzt? Dann nochmal. Diesmal habe ich aber das Teil mitgenommen. Und habe hier noch eingesetzt. Und jetzt sollte ich auch wieder hier rauskommen, ohne dass das Vieh mich wieder erwischt. Blöde Eule. Okay. Ich habe einen Orb und jetzt geht's weiter. Sehr gut. Das Ding ist halt nur, wenn ich jetzt kurz rausgehe, wieder rein, ist wahrscheinlich alles wieder resettet. Sogar der Schädel oben ist wieder da und ganz. Naja. Gut, haben wir. Jetzt muss ich nur die Kugel hier einsetzen. Und da haben wir wieder einen Raum. Das ist ein echt langer Abschnitt, muss ich sagen. Die Sonne. Oder so. So, damit werden es ja nur noch zwei Räume dann. Oha. Ich verstehe, der macht wahrscheinlich dann die Steine lila.
ist denn das hier? Das ändert gar nichts. Nein, der kommt runter. Damn it. Tot. Okay, dann schnell jetzt. Das geht nicht. Passiert gar nichts. Okay, der Stall ist auf jeden Fall viel zu heiß, dass wir ihn anfassen können. Eine matte Kugel. Ich muss hundertprozentig doch mal hier rein später. Ich will mal sehen, was passiert jetzt. Was macht er? Ist offensichtlich nicht so wild, was jetzt passiert ist. Jetzt sucht er sie wieder, ha? Huh? Oh, oh. Nee. Also echt ein langes Kapitel, muss ich sagen. Voll gut. So, vorletzte. Nochmal. Diesmal aber eine Sonne. Oh nein, das ist so die richtige Farm hier für die armen Kiddies. Was haben wir hier? Das ist so fies, ne, dass die hier alles... Das war doch für den Alten, oder? Dass der irgendwo noch Lebensenergie bekommen hat. Fiese Sau. So, was kann ich hier machen? Das war keine gute Idee. Na komm. Was kann ich hier machen? Die Räder verstellen? Oh nein. Crap, er hat mich. Also ich kann das Rad abmachen, das ist schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich muss ich das auch machen. Komm. Ab damit. So, was machst du, hä? Boah, noch ein Rad. Er kommt aber nicht hinterher, die Sau. Nein, nein, nein! Oh nein! Das ist
Ich muss sehr ausgeklügelt handeln hier. Oh nein, der tauscht jetzt über die Räder, oder? Nee. Doch, macht er. Du kriegst mich nicht. Okay, ich hab's. Der tauscht jetzt immer die Räder einzeln, guck mal. Jetzt gemacht. Jetzt vor die Action hier die ganze Zeit. Oh nein. Was geschieht jetzt hier? Soll ich das Rad klauen jetzt noch? Yes! Er ist tot! Und die ganzen Kinder sind befreit. Yes! Die Kinder aus der Eulenhölle befreit. Oh, sehr schön. Was sagt mein Sündencounter? Ja. 20 zu 8. Alter, ich habe ja so viel positives Karma. Eieiei. Und das Ventilrad ist aber weg. Das macht nichts. Voll gut, ich habe die ganzen Kiddies gerettet. Von diesen blöden Eulen hier. Das ist aber auch echt kein Märchen für Kinder, ne? Die werden versteinert, die werden gefressen. Die werden im Traum ausgelaugt, bis sie tot sind. Wer weiß, was sonst noch passiert. What a boom you made! I'm impressed! Instead of spying on me, why don't you find an exit? I don't feel like living anymore. Watching you is interesting. Quatsch. So, dann gehen wir nochmal hier gucken, was wir machen können. Da muss ich doch irgendwie an Stein kommen. Oh, der Stein ist zersprungen, der Heißstein. Kommt er jetzt wieder hoch? So wirklich, ja? Kann ich die Eule vielleicht abballern? Aber ich kann mich hier drin auch noch verstecken.
Oh, warte mal. Oh, sie ist traurig. Kann ich die Eule nicht rüsten? Ich dachte, ich kann die jetzt töten da oben. Okay. Warte mal. So. Das war ganz schlecht. Bisschen. Ja. Okay. Ja, ich mach die mal alle auf Null vielleicht. Das hier, vielleicht kann ich den Stein ja machen. Yes, ich habe den letzten Violetten. Oh, die Eule ist voll traurig. Ich habe ihr ganzes Leben sind halt vernichtet. Ich habe ja noch die Sichel, ich könnte sie wahrscheinlich auch abschlachten, aber will ich nicht. So. Und der letzte Raum. Voll gut. Ein Stuhl. Vielleicht ist es der Thron und da ist wieder diese Opa-Eule. Da muss er jetzt sterben, der Opa. Jetzt die ganze Zeit den Bauchnabel so reibt. Okay, ist das das Klo? Oh nein. Oh nein. Ich bin im Albtraum. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Warte mal. Finden. Ich dann hier noch machen. Oha, da ist was. Ah, eine Schallplatte. Warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt weiß ich, wo ich damit hin muss. Ah ne, warte. So. War doch ein Plattenspieler bei... Nee, Moment. Das war bei dem anderen Bett. War das so ein Plattenspieler? So. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ah, bist du immer noch tot, oder? Tod ist ähnlich. Ja. Kannst verrecken wegen mir. Alles gut. Das war die... Du.
So, warte. Ich hab's. Dieses. Und dann. Ja. Okay, ich hab's. Die drei muss ich jetzt spielen, ja? Ah, da ist schon wieder falsch. Ja, ich drück immer falsch. So. Alles klar. Also da. Okay, das stimmte. Wow. Alles klar. Da ist wieder so ein Leuchtestein. Ist der irgendwas tauschen vielleicht? I think I've seen something like that. Ah, guck mal. Jetzt ist die Frage, was... welcher davon? Es sind 5 Stück. Also der Kreis, Halbmond, dann Dreieck, Raute, Mond, Quadrat, Raute, Halbmond, ja. Ich mach erstmal den Kreis und den Halbmond. Und die Eichel unten, ja? Okay. Nee, das geht aber nicht. Der Mond zeigt in die andere Richtung. Dann haben wir noch das Dreieck, die Raute. So. Und den Kreis. Ah, es gibt wahrscheinlich nur eine Kombination, die funktioniert. Und nochmal Halbmond, Quadrat und das Blatt vielleicht. Oh, das geht auch nicht. Dann vielleicht die Eichel, der Kreis und das... Warte mal. Das da? Nee. Das geht ja auch nicht. Das ist nicht korrekt. Dann ist es vielleicht noch die Raute, der Mond und der Totenkopf. Der Halbmond und der Totenkopf. Nee, warte doch, Quatsch. So. Das Einzige, was funktioniert, oder? Ich hoffe zumindest nicht, dass es jetzt das alles tötet wieder. Sie guckt aber auch immer so sickig immer noch, ne? Als wäre sie voll schlecht drauf. Vielleicht wird sie am Ende ja selber dann zu dem Schmetterlingsmonster. Also ich bin mal gespannt, ob sich das geändert hat jetzt hier der Abschnitt. Ne, es ist immer noch genau so. Okay, dann halt nicht. Wow, ist es dann ernst? Ich muss auch noch die Federn beachten. Oh mein Gott, wie viele Federn war das jetzt bitte? War das so? Oh, es ist doch nicht dein Ernst. Ich muss jetzt echt ausprobieren. Oh nein! Woher soll ich denn wissen, wie viele Federn da jetzt noch dran hängen? Es wird gerade ein bisschen sehr fummelig. Mal gucken, ob das jetzt schon richtig ist. Ich hoffe es. Es könnte natürlich. Oh, warte mal, jetzt ist es blau. Hört sich das schon ganz anders an. Kapitel 7, der Albtraum. Das war richtig. Oh, shit.
Oh, lecker. Alles klar. Ich raff gar nichts. Was mache ich denn jetzt gerade hier? Ich kann die Wege umstellen, aber... Nicht, dass es hier was verändern würde. Anfangen. Das ist blöd. So crap. Aber ich kann auch hier noch drehen, aber das bringt anscheinend schon irgendwas, denke ich, ne? Ja. Jetzt komme ich hier runter. Voll unlogisch, irgendwie. Warte, warte mal, die Blumen gehen doch in die... Ah, jetzt sehe ich das, die Blumen. Die fliegen in die Richtung, wo ich dann rauskomme, ja? Oh nein. Eine Eule? Er flasht mit einer Kristallträne. Alles klar, das geht jetzt da runter. Geht nach oben. Geht wieder zurück. Ah nein, ich will einfach eins hoch jetzt, wenn es geht. Warte mal, kann ich jetzt bei der Träne hier... Ja, hier habe ich noch. Ich kann auch mehr Blätter wachsen lassen, oder? Ah. There you are. Der ist neu auf jeden Fall. Da war ich doch gar nicht bei dem Teleporter. War ich da oben schon? Da rechts. Yes! Ich hab's geschafft. Endlich. So ein Scheiß. Warte mal. Ja, ich nehme noch auf. Gut. Ich mache nämlich manchmal einfach Pause, wenn ich zu lange brauche. Und... Naja. Dann kann es passieren, dass ich mal nicht aufnehme, weil ich will halt nicht irgendwie so eine 5-Stunden-Datei haben. Hey, you! Töte ihn! Oh nein. Bist du doof? Hätte sie lieber mit der Sichel abgestochen. Der Baum, Kapitel 6. Ist er jetzt in mir? Ich bin die Königin! Aber die Zarin. Hm.
Ich habe viel Königliches zu tun. Kapitel 8, der Weg. Das ist die Kapitel, ne? Oh, oh, oh. Bekloppt. Verbeugt euch, ihr Maden. Die Königin ist hier. Da hätten wir doch einiges zu töten gehabt. Er freut sich. Ja! Der kleine Dämon. You're naughty, girl! You got out after all! Well, how the crown? Not too tight? Well, I don't need it. You want it? We'll settle up later. Sure. I always dreamed of being in charge. Oopsie. There'll be no ruling for me. The crown is as ghostly as the whole world of owls. No crown means no help. Just try believing Moloch after that. Tell me, did you look out for the other kitties or just yourself? I saved them. It's part of the game, right? Really? Yes. That's unexpected. Well, what are you waiting for? You think that mass adoration is going to last forever? Look, some of them are starting to suspect something. Lauf jetzt! Time to run! Du hast mich da aufgehalten, du kleiner Blödmann. Der Schloss. Alter, was ist hier los? Das ist die Zahnhölle. Ew, that reeks. Although, I guess it's time for me to get used to it. Vielleicht, ja. Finde ich lustig, dass das Kapitel der Schloss heißt. Hier wohnt die Zahnfee wahrscheinlich. Eieiei, noch mehr versteinerte Kinder. Ach, es ist so ein schönes, herzerwärmendes Spiel einfach. Mh, ist eine Kurbel. Nosferatu wohnt hier. Und er hat den Schlüssel verloren. Let me in! My teeth hurt! I can't stand it any longer! She doesn't hear us, doesn't open up, and we have to wait here and suffer. What do you think you're staring at? Do you like it when others suffer? Suffer in silence, please. Nein, natürlich nicht. No, no one ought to suffer. Your eyes tell a different story. Hi. Hi. 23 zu 8. My poor teeth. Will der, dass sie ihm die Zähne ziehen? Hi. Das ist doch die Hölle der Zahnschmerzen hier, oder was? Oh, cool. In der Lava werden wir wieder zu Stein, ich sag's euch. Guck mal, das ist eine Zahnspange. Ich muss euch mal was an der Stelle sagen, ich hatte wirklich noch nie Zahnschmerzen. Oder zumindest so schlimm, wie viele es beschreiben, dass so die Backe dick wird und... Hatte ich noch nie. Ich habe echt Glück gehabt mit meinen Zähnen. Ich meine, mir ist einer abgebrochen und da habe ich jetzt so ein Implantat drin, aber das ist doch alles. Please, please let me in. Help me. Aren't you tired of banging on the door? Why don't we look for another way? Where do you think you're going? Away from here. Maybe there's a way through the castle? That could be. But there is no getting into the castle.
Ai. Armer Kerl. Hey, Oldtimer. There's a door up there. What if we go through it? You're right. Let's work together. Tell me what to do and where to go. My head hurts too much to focus. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Das muss ich mit dem Koop machen. Was macht das hier? Oh, alles klar, jetzt haben wir die Leiter. Es geht auf Zeit. Alles klar. Und was macht der Schalter? Auch wieder auf Zeit. Guck mal hier. Keine Ahnung, was das macht. Da ist die Leiter runtergegangen, ne? Jo. Bleibt das jetzt auch oben? Ja, das bleibt oben. Alles klar. Dann hole ich ihn mal zu mir jetzt mit der Leiter. Ja, hopp. Schnell, schnell, schnell. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Hab keine Ahnung, was hier passiert. Beste wird sein, wir springen jetzt einfach mal immer hin und her. Und gucken einfach. Wird es auch nicht sein. So. Er kann nicht drüber springen. Kann sie drüber springen? Was ist so bescheuert? So, warte. Er sagt ja, sein Kopf funktioniert nicht richtig, weil er Schmerzen hat. Ah, okay, sie kann auch ein bisschen weiter hochgucken anscheinend als er. Was ist das mit dem Zahn hier? Okay. Macht gar nichts. Okay, das macht wohl gar nichts, wie es aussieht. Was macht das hier? Das macht auch irgendwie nichts, was ich jetzt sehen kann. Das Seil geht runter. Ah, ich sehe es. Okay. Muss man immer ein bisschen gucken irgendwie, ne? Weil man übersieht leicht Sachen, denke ich. Was? Ach, sie kann nicht klettern. Sie kann sich nur festhalten. Okay.
Nee, du sollst hier hin. Ob das eine gute Idee ist? Tschüss, Arm. Alter. Komm, geht das nochmal ganz schnell. Zieh den Arm raus. Ich muss einfach schneller sein, glaube ich. Ich versuch's nochmal. Ich wette, das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Nee, es muss wirklich ganz unten sein. Mach doch. Komm schnell. Nope. Okay, es hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ah, scheiße. Das arme Kind verliert sich den Arm. So. Na, ja, noch ein Stück. Okay. Ja, ein Seil hochklettern ist auch nicht so leicht. Okay, das geht schon mal nicht. Ein Ziegel! Ja, natürlich, damit kann ich jetzt das Ding beschweren. Macht natürlich auch mehr Sinn, als wenn ich schon wieder drauf gehe. Was? Ah nee, warte, ich kann das blockieren jetzt. Das ist auch eine Möglichkeit. So. Ich hoffe, das geht zumindest. Ja. Beiß mal den Ziegel durch, du Kackvieh. Oh, schnell! Oh. Ein rostiger Stift bedeckt mit getrocknetem Blut. Getrocknetes Blut. Was mache ich damit? Hauptsache, ich habe wieder ein bisschen was mehr. Hep. Habe ich jetzt auch mit dem den Gegenstand? Ne, der hat kein Inventar. Okay. Ach, warte mal. Ich kann mir denken, für was das gut ist. Ich muss beide Hebel gleichzeitig ziehen. So, pass mal auf. So, dann machen wir das mal. Sehr gut. Das Fiese ist, die Zeit läuft ja auch wieder. Okay. Also nur für den Fall, ich hab's jetzt festgesetzt. Warte mal, da oben, das ist eine Schere, Alter. Nicht der Aufzug. Das auch nicht. Was lässt denn den Aufzug jetzt hochfahren? Vielleicht auch die Kurbel wieder? Nee. Das ist doof.
Das ist doof. Oh, warte mal. Komme ich jetzt auch wieder hoch mit dem Typen? Über die Leiter? Wahrscheinlich fällt er runter. Nee, das geht nicht. Das ist doch Kacke. Warte mal, hier ist so ein Loch drin. Okay, der Stift funktioniert. Blockiert er das jetzt? Er, der blockiert. Sehr gut. So, er ist ja zu doof zum Springen, deswegen muss ich ihn da hochklettern lassen. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich hoffe, das klappt. Komm, komm, komm. Oh nein! Das hält auch viel länger irgendwie, die Seite. So, da muss ich halt noch mal runter. Warte mal. Ah, scheiße. Warte. Es hätte sowas von locker gereicht jetzt. Ich hab nur getrödelt. Na komm. Rüberspringen. Jetzt warte ich aber noch kurz, bis die wieder weggehen, die Spitzen da. So. Go, go, go. Yes, wir haben es geschafft. Gut, dass der zweite Zeiger viel langsamer läuft. Oh, das war knapp. Okay. This is all useless. Auntie won't let us in before midnight anyway. There's not much time left now. We can wait it out. Relax, old timer. No, girl. Time doesn't pass by itself here. Okay. Werde ich dir jetzt verscheuchen hier, das Vieh? Oh, pat, pat. Okay, die Zeit geht echt zurück. So, den brauche ich wohl. Hier. Can't be moved without a lever. Ich guck erstmal, was hier noch geht. 12. Ah, da ist noch so einer. Da ist sie wohl ein bisschen zu schwach für, schätze ich mal. Can't be moved. Was macht das? Sehr gut. Sehr, sehr gut.
So, und jetzt kann ich die Kurbel drehen. Da geht vielleicht die Plattform nach unten. So, warte mal, jetzt ist die... Jetzt ist die wieder gelockt, die Uhr. Und jetzt... geht die Zeit zurück. Jetzt geht sie vor. Dann setzen wir die Zahn mal fest. Und jetzt wieder runter. Ah, ich verstehe. Ich kann so die Zeit festhalten. Ja, okay. Nochmal festhalten. Mitternacht. So. Nee, warte mal. Müssen wir die Zeit lösen, dass es Mitternacht bleibt. Auf gelb. Was für ein komisches Rätsel. Aber ich habe ja auch schon sinnig. So, und jetzt muss ich mit ihm an der Kurbel drehen, weil es 12 ist. Und dann kommt vielleicht das Ding runter. Strange. Gut, das war richtig. Was für ein seltsames Spiel, aber irgendwie sind die Rätsel auch ganz cool. Also definitiv hat sich hier jemand gut Gedanken gemacht. There we go. The clock's been set up correctly, so the elevator went down. Wahrscheinlich vergeht hier in der Hölle überhaupt keine Zeit. Man wird ewig leiden. Oh oh. Hat es gerade gematscht. Und er guckt nur. Die Tante! Alter. Oh nein. Oh. Alter, ihre Hände auf dem Bild. Die ganzen Zähne überall. Ah. Such lovely kids I spy these days. I'm just sure to have a ball. And they come for checkups every morn. Ja, ich sag mal lieber in der Hölle dienen, ne? There's no use in struggling, child. Open up now, nice and wide. Let me treat your pearly whites. Ah. Why so angry, little one? Do you know not of sugar plums? Did your mother not feel your tum? If she won't feed you, then I must. Let me fix this and stuff your mouth full of sugar by my own design. You lick your fingers, no more tears. There. Now, those pearls shall be no more. Your mouth will cramp from awful pain, and your gums will bleed. An aunt will come to snatch your teeth
One, two, and good as new. Stay here a while, and I'll bake you some fluffy bread. You won't need teeth. Your gums will do just fine. Ah, Alter. Okay, die ist cool. Puh. Ja, richtig hey, so. Hey, Oldtimer, help me. Give me your hand and get me out of here. I'm sorry. If I save you, Auntie won't fix my teeth. Wait! Don't leave me here! Backstabber. Fine. I'll get out by myself. Ekelhaft. Yay, wir haben es geschafft. Yeah. Now, I've got a good reason to be scared of going to the dentist. Oh nein, da kommt sie schon wieder. Tantchen. Im Schrank verstecken, schnell. A sly child. It's hide and seek we're playing, eh? My count is up, so I'm on my way. Keep in mind, I know every nook and cranny. Ich was neben hier ein Schädel, ne? Alter, diese Gruseltante. Spiel ist gespeichert. Aber ich brauche irgendwas. Zucker, Kuchen. Schürhaken. Nee. There's something inside this candy. Okay, ich habe das Candy. I'd like to turn this bed over, but I don't want to get my hands dirty. Oh, ich kann mich verstecken. Sehr gut. Da kommt sie. Schnell, schnell, schnell. Willst du mich nicht weiter suchen? Du widerliche. Da ist ein Zahn drin. Kolossales Karamellbonbon und weiches Brot. Oh. Oh nein. Okay, sie geht wohl nach unten. Boah, wenn die mich erwischt, bin ich dran, ne? Da ist da unten wieder Kinder. Die Kiste. Okay. Jetzt will ich Zähne rausholen, genau. Oh nein, die armen Kinder. Ich hab eine Idee. Yes. Zange. Alte, schwere Zange. Oh.
So, jetzt geht sie wieder runter, die ekelhafte. Ist echt gruselig, die Tante. Was steht da? Mille? Die geht wieder nach oben, oder? Jo. Also zumindest kurz aufhalten. Mit den Kerzen. Warte mal. Ein, was? Stomatologisches Werkzeug. Okay. Oder auch einfach eine Sonde. Ich hoffe, das stört sie jetzt nicht, wenn ich da reingehe. Boah, die Tante ist echt fies. Mit Zähnen, da sind ja viele echt empfindlich, ne? Ich jetzt nicht so, aber ich find's auch nicht gerade angenehm. So, Alte. Yes. This tool looks like a lockpick. It's worth a try. Noch ein Versuch. Aha, Juwel aus der Schatulle der Tante. Ich hab mich schon wieder zerbeißen lassen, oder? Nee, leider nicht. This is madness! No, I'm not gonna be a guinea pig. Okay, ich muss sie auf jeden Fall wieder ablenken. Am besten mit... Ja. Tick, tick. Jetzt liest sie wieder die ekelhafte. War einfach ein bisschen mehr Zeit. Sie sieht mich ja nicht, aber es ist ja ein Türdurchgang, von daher. Senseless violence. Wow, not today. This is madness. Die armen Kinder, hey. Oh, da ist noch ein Zahn. Zwei. Schade, ich kann die Kinder nicht befreien. Dass sie aber auch nichts sagen, von wegen, bitte hilf uns oder so. Gar nicht. Dass sie sich auch gar nicht wundert wegen den Kerzen, ne? Oh ja. Ja, das ist blöd. Kann ich was mit dem Kessel machen? Was mache ich denn jetzt? Ich kann hier nichts machen. I'd like to turn this bed over. Okay. Warte mal, passiert da jetzt was mit dem Feuer?
Wenn ich das öfter umtrete. Ich warte einfach mal kurz. Tick, tick. Zahnärzte des Todes. Ja, wir in der Suppe. Das war's, mehr macht sie ja nicht. Ach, unten gehen die Kerzen aus dadurch. Was passiert? Ich werde noch ein bisschen Zeit schinden, mehr nicht. Warte mal, vielleicht, wenn sie liest? Jetzt wieder an und ich drehe es einfach wieder aus. Oh, das ist da noch ein Zahn, warte. You can't do it with your bare. Oh, warte. Noch ein Zahn. Ah, dann kann ich mir jetzt das Buch vielleicht schnappen, wenn ich schnell genug bin, aber ich glaube, das wird nichts. Komm, komm, komm. Doch. Geil, ich habe das Buch. Hahaha, du Ekelhafte. Ich habe dein Buch geklaut. Vielleicht wird sie ja langsam tattrig oder weiß nicht, wo das Buch ist jetzt. Also vielleicht denkt sie, sie hat es verlegt oder so. Hoffentlich guckt sie jetzt nicht in den Schrank. Oh, du widerliches Weib. So, dasselbe Ding nochmal. Oh, gut, ich hab's. Ich hab das Buch. Shakespeare, Macbeth. Willst du mal beißen? Nee. Hoffentlich suchst du mich jetzt nicht hier unten. Tja, das dummes Buch ist weg, ne? Sehr gut, sie macht die Tür auf. Nein, nein, nein. Tätschel, tätschel. Spiel ist gespeichert, sehr gut. Oh nein. Ekelhafte. Es frisst mein Gehirn. Wie kann ich jetzt verhindern, dass die Kreatur mich frisst? Vielleicht die Kerzen auspusten, dass sie mich nicht mehr sieht. Sehr gut, sie schläft. Okay, die braucht Zähne. Und eine Kombination, so wie es aussieht. Ugh, what a gross, stinking beast! I can't breathe! Oh, Brot. Magst du mich jetzt? Okay, jetzt ist es wenigstens weg.
damn block! Was mache ich denn jetzt? Aha. Vier Zähne reichen wohl nicht. Warte mal, was? 5, 6, 7, 8 Zähne. Ey, muss ich den Kindern jetzt echt alle Zähne ziehen, oder was? Das möchte ich eigentlich nicht machen. Wenn ich darüber nachdenke. Okay, das ist wieder so ein Vieh. Kann ich mir das Buch jetzt auch noch schnappen, ist die Frage. Oder ist das jetzt mein Todesurteil? Nee, warte mal, sie lässt gar nicht zurück, das Buch, oder? Nee, tut sie nicht. Mist. Oh, da war auch ein Zahn. Okay. Drück jetzt einfach mal überall rum. I'm happy to see you and your teeth. They seem to be in place for now. So where is Auntie? As long as she's not here, I don't care. You want some honey? Bitte geh runter. Lollipop? Suck your own lollipops. I've got to get out of here. Ich versteck mich mal erst lieber. Ich wette, ich kann ihm die Juwelen geben und er beißt sich die Zähne dran aus. Aber dass sie mir ein paar Zähne zieht und ich sterbe, dann finde ich auch ein bisschen drastisch. Also... Wenn sie einfach noch nicht mehr hochkommen würde, die Blöde. Warte mal, vielleicht überall, wo sie ihr Gebiss rausholt, fallen Zähne runter. Also unten im Gang habe ich ja auch schon eins gefunden. Such syrup, such texture, a heavenly blend. Have no doubt you're a kitchen queen. So sweet that my jaw is cramping. Just the thing to send teeth packing. I'll dash and fetch my hat smacking ladle. Shush! Quiet! What if I know where our runaway is right now? Wow. Tell me, and I'll get you a jar from the stash. She tired herself of running and took a nap on your feather bed. The cheek of her. Der ist voll nett, der hat mich nicht verraten. Run away before it's too late. Why did you help me? We are playing, remember? So I'm glad to help on occasion. There's the hidden exit here. Find it. What's... I can't find any BB teeth. Ah... So that's what was stuck between my teeth. Oh, Auntie. Oh, ich muss mich beeilen. Danke. Oh, da kommt sie. Ich brauche noch zwei Zähne jetzt. Voll eklig, dass sie die Zähne dazwischen packt. Die Marmelade oder die anderen Bonbons. Sorry. There are no extra teeth left.
Verdammt. Ich brauche aber noch zwei Stück. Ich muss alles nochmal absuchen jetzt. Aber vielleicht ist oben ja noch was. Jetzt kommt sie ja hoffentlich nicht mehr hoch, die alte. Jetzt sehe ich mich auf dem Spiegelbild. Just take a look at that sweet face. Going through hard times only makes me prettier. 8 zu 23 immer noch. Sie ist ganz schön eingebildet. Immer noch. Aus dem Schädel gibt es auch keine Zähne. Oh, guck mal. Da unten sind Symbole. Okay, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Aha. Nehmt man der Tasche noch? Nee. Also die Symbole sind auf jeden Fall unter dem Bild irgendwie wichtig, glaube ich. Und das sieht auch aus wie ein Geheimgang hier, wenn er mich fragt. Hier. Gibt es da irgendwo einen Hinweis drauf, was ich machen muss? Die Juwelen. Alles klar. Ist das schon mal ein Code oder was? Ein Hinweis? Oh, ich sehe es. Okay. So, sehr gut. Ich habe den Code. Ist das jetzt auch der geheime Code für den Ausgang? Ach, warte mal. Ich wollte am Spiegel noch die Items ausprobieren. Kommt's wieder angerannt. My own teeth? But there are plenty of them in the house. Pull out my own. Okay, will sie einfach nicht. Gut. Wo ist sie denn gerade? Sie liest gerade unten. Sehr gut. Und er frisst immer noch den Honig. Runter, ja, gut. So, hier lag ein Zahn, weil sie sich da den Zähnen rumgemacht hat wieder. Hier war noch einer. Nee, war nicht. Das ist das Schloss, verdammt. Es fehlen noch zwei Stück. So, du Ekelhafte. Oh, ich will den Kindern eigentlich keinen Zahn ziehen, aber wenn es sein muss. This is madness. Nein. Oder? Leute, ich glaube, ich muss es tun. Leute, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss einem Kind zwei Zähne ziehen. This is madness. Tut mir sehr leid, Kind. Soll ich den Schmerz? Ich verteile den Schmerz so ein bisschen. Das tut mir sehr leid, ich konnte es mir selber nicht ziehen. Ich konnte es mir nicht selber ziehen, es tut mir sehr leid.
Was sollte ich tun? Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder fett minus Karma. Hey! 10. Ich hab's versucht. So, ich habe den Code aufgeschrieben. Quadrat. Kreis. Raute. Raute. Ach, scheiße. Nochmal. Quadrat. Kreis. Das war's. Hört sie gar nicht, die Alte. Ein goldener Zahn. Bling. Der sehr teuer gekostet hat. Ein goldener Zahn, der sehr teuer gekostet hat. Sehr schön. Warte mal. Ich kann mir schon denken, wo der hingehört. Aber was bringt mir das bei dem Bild jetzt da oben? Weil ihr habt eine große Zahnlücke. Okay, die hat zwei große Zahnlücken. Warte. Yes, es passt. Das ist es nicht. Okay. Wie soll ich denn die Kombination jetzt rausfinden? Ah, vielleicht guckt sie auf den Spiegel. Nee. Ich habe jetzt einfach mal rumprobiert, ich weiß es auch nicht. Alter, die ganzen Zähne dahinter. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich gemacht habe. Alles gut. Ist zum Glück gar nicht unheimlich jetzt. Kinder, tut mir trotzdem ein bisschen leid, dass ich die zurücklassen musste. Der Friedhof. Ein kleiner Sarg am Ende. Oh, süß. Süß. How'd you like this place? Hold on, let me get my head straight first. Sure, you got a whole eternity. So, where are we? In a cemetery. Bear in mind that even the locals are afraid of this place. Nothing can scare me after Auntie's house. It's that so, huh? Mm. Remember, we're still playing. You're it. I'm sick of all this. I want to go home. What a want flow under the tombstone by itself. If a task is once begun, never leave it till it's done. Quit quoting proverbs at me, it's super irritating! Ja, es wird immer besser, der Friedhof, der sieht auch schon sehr schön aus. Nein, die Tante! Warum kommt sie hinterher? Did you meet mich the girl, my sweet? I saw her. She fell right over the caretaker's shovel as she was running off. Oh, really? Or to it did that girl stumble.
stretched right into a coffin. That's that. Hell's That's bells, that. Great hell! It was the shovel or the coffin? I am telling you, evil spirits dragged her into the coffin, and the caretaker gave her a whack on the head with his shovel for good measure. My dear, are you making things up or telling the truth? Me? I'm making things up, of course. I'm always spinning yarns. That's just the way I am. Have you seen the child or not? What child? There are plenty of them around here. Alas, I see. From you, there'll be no answer. Ich glaube, er verfolgt einen bösen Plan mit der ganzen Gelüge für uns. Was haben wir hier? 201. Aha. Keine Ahnung. Aber wenn er schon sagt, hier ist ein Caretaker, das heißt, der Friedhofswärter, der wird das bestimmt töten wollen, ne? Da liegt was. Eine halbe des Medaillons. Alter, sind wir ja bei Alice im Wunderland und du bist die Raupe? What a hideously beautiful sight. Nah, I'd rather not wake him up. What a hideously beautiful... Warum ist der hideously beautiful? Was ist an dem Typ beautiful? Der ist verdammt gruselig, wie der Duke, nur mit mehr Armen. Also der von Resident Evil 7, ne? Kennt er. Nee, doch 7. Nein, 8. Village. Hm. Oh, hinter mir. Okay, cool. Friss mich, danke. Bye. Ich lauf mal nur, weil es hell ist. Ich glaube, es ist der Deal gerade, was ich machen muss. Komm, schneller. Schneller! Bitte! Oh! Die Tentakelkacke hier. Was? Ja, friss mich doch! Ah, ich soll lauschen. Deswegen das Vieh. Ja, hab's kapiert. Gut, das visualisiert oder halt von der Audio-Hörbarkeit, ne? So audiotechnisch, wie gut man es halt hört, wo das ist. Oh ne, der macht daneben irgendwas. Nein! Das ist ein Teleport! Wie geil das ist!
Aufzug. Wie geil, ey. Ich find's mega gut. Das ist der Gate, der Keeper, ne? Komm nicht zu mir. Ich gehe lieber erstmal hier lang. Was ist das denn? Geppetto! Oder was? Ah, yet another ghost. Give your glasses a wipe. I know ghost. That's not possible. How did a live human get here? From the world of the living. Who'd have thought it, right? It's true. You're no mirage. And who are you? I'm a cabinet maker. You make coffins? They forced me. They've been keeping me on a leash for an eternity. Got it. Well, I'm off. Wait, girl. You can help me by looking for the keys to my shackles. And what's in that for me? I can give you a reward. While I was still upstairs, I learned how to breathe life into trees and create idols to help me. It was tough. I had to go to an enchanted lake. It's much easier to do that here. There is dead water everywhere. An interesting story. Tell me more sometime. What was that you were saying about idols? They are fail-safe and can do literally everything. Give me one and we'll see what it can do. Das ist voll das Dreckskind. Here, take my best idol. He'll serve you well. Come here. Don't be scared. Ich denke mir gerade, was, wenn ich vielleicht alles so böse wie möglich mache, vielleicht willst du dann selber der neue Satan oder sowas. Are you sure he's the best? He doesn't look like much. I am ready to serve my new mistress. How cute! I'll try to help you, but I can't promise anything. I'll wait and keep my fingers crossed. Don't touch that tool. I need it. Aha, den Hobel brauchst du also. Did you find the keys? It's not as easy as it seems. I get that. So what will you do when you're not chained up anymore? I haven't thought about that yet. I'll try to get back. Do you know how to get back? Zurückzutreten. Yeah, I heard there is a passage through the waterfall. You do know it only lets good people through, right? I didn't do anything evil when I was alive. I'm here because of dead water. I received it for the first time from the hands of my future killer. Oh, how gullible I was. Das war im letzten Abenteuer. The last thing I remember is wooden hands clutching a shovel and soulless eyes burning with red flames. Your servants held a mutiny? No, it was my partner. He was hungry for power, and he used me to create his own army. So there's a gang of wooden murderers with shovels someplace in the forest right now? I doubt it. They need to be careful. The first drop of rain will stop them in their tracks. You sure got some creepy stories, Gramps. Gramps. Ja, seine Hütte haben wir, glaube ich, ja gefunden im Wald. Da war doch diese Steinstatue, und die haben wir mit dem Totwasser belebt. Beziehungsweise mit dem Lebendwasser. Ich hoffe, er tötet mich jetzt nicht. What a creepy piggyback. Bestimmt schön stickig hier drin. Riecht so nach Leiche. Das ist gerade schon auf den Boden gerotzt. Ist ja lecker.
Bitte nicht an die Kiste gehen, danke. Stempelkissen oder was ist das? Ein Opal, ein massiver und vielleicht kostbarer Briefbeschwerer. Ich hab die Sachen noch, du Schwein. Dieses Spiel macht keine Gefangenen, Alter. Köstlich. Geht alles nicht. Boah, meine Fresse. Was geschehen für Dinge hier? Ich hab den Sarg aufgeknüpft. Okay, 10 und 23. Immer noch. Sickes Spiel. Aber sowas würde ich mir auch mit der Schaufel ehrlich gesagt vorstellen, dass man jemanden so erledigt. Er hat einen Käfer am Revers, vielleicht. Ei, ei, ei. Ist mein kleiner Freund noch da, der Teufel? Der kleine Dämon, der Moloch. Der guckt und der hört. Dann halt nicht. You met my cousin. Why didn't you tell me? That didn't come up in the conversation. I don't think much of your cousin. He got in the way and distracted me from the task at hand. He actually has a high opinion of you. He said he could learn a lot from your example. Yeah, he ran off without helping me. I hate him! Well, he was in a rush to go sell his wares. Right. Personal gain above all else. I'll remember that. Zurück kann ich nicht mehr, zum Glück. Ich will nicht immer das Haus der Tante. Why are you making yourself useful, I'm surveying the area. Go see the caretaker. He's the one in charge here. Wie gesagt, der hat ein Problem mit mir. Der wird mich auf jeden Fall wieder killen, wenn er mich sieht. Warte mal. Null. Macht ja Sinn. 0, 1, 2. Oh, cool. Was auch immer. Wer liegt denn hier? Du willst du dich einfach so den Sarg aufstemmen von einer fremden Person? There's something sparkling in there. Tod. Damn, I can't get it. Wer hat das dann eigentlich übersetzt? Oh, der Kleine. Ich dachte mir schon, dass der mir helfen kann. Das Kleinchen. Geh in den Riss, das Kleinchen. Das zweite Teil. Oh, so eine gute Puppe.
Ha. Warte mal, ich muss als erstes das da und das da. Tot. War das jetzt gut oder? Ja, das war gar nichts. Ich habe einen bösen Geist freigemacht. Oh. Hätte ich vielleicht doch das andere lieber? Oh Gott. Da nehme ich mal zuerst den Hasen. Jo, das war's. Aha. Eine Rolle, die in dem Grabgewölbe gefunden wurde. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Dass ich an den Füßen... Help me. I'm over here, by the tombstone. What do you need? I escaped from captivity, and now I want to go home, to my mom. He wants his mommy. Remember how rude you were to her? Well, we do. Yes, I was an awful son. And friend, but I realize that now, and I want to go back home. Help me. I know you're getting out of here. Bring me with you. It's up to you. Okay. Will you take me with you, girl? I haven't decided yet. Why, Orange? I'm serving. Ghost. Armer Pop. Oh, die Rolle. Höflich lesen, bitten. Zu lesen, excuse bitten. Excuse me. May I ask you to read what it says? What's that you've got there? Okay. Fliegt das jetzt in das Glas, oder wie? Ich glaube, der sammelt die Glühwürmchen. Okay, das weckt ihn auf. Interesting. I think I'm starting to understand these symbols. It's describing a ritual from the Book of the Dead that can transfer a body from a cemetery to the neighboring island. It does mean a dead body, but that's probably no biggie. Are you sure? No, but it's a chance to escape. It's hardly the best chance. I don't feel like dying. You're in hell. Death. Isn't the worst thing that could happen to you? That sounds less than comforting. So, what do I need for this ritual? You'll need dead water and any valuable item. But where can I get all of that? Cheer up! You're in the realm of the dead. You can dig up anything if you search hard enough. Remind me what I need for the ritual. Just a second. Dead water and any valuable item. Got it. You could at least thank me. Thanks, Molek. Okay.
Immerhin einen Punkt dafür, dass ich ihn höflich gebeten habe. Will you take... That depends on how... Wow. So ein böses Mädchen. Also das Wertvolle ist vielleicht der Opal, den habe ich ja schon. Da rede ich mal kurz mit dem Typen hier. Weil er mich nicht frisst, sobald er mich sieht. Where that light coming from? There's why I light my bliss. I was swimming in the sea of dreams, and now I'm lost adrift. The dreams. Now I'm from the empty. Worst expense to this wretched song and dance. Who pray tell is to play? Very nice. And in verse too. Something seems to be upsetting you, am I right? I'm missing a soul. One from the psych zone, not my own. Bring it back to me, so I can lock her up and throw away the key. Perhaps I can help you? Vielleicht kann ich Sie helfen. Help me? Your soul would do just fine. I actually had something else in mind. Help finding the missing soul, but not for free. I like people who know what they want, and I'm very keen on haggling. Get me the soul, and you'll get a reward. You're no stranger, I see, to bartering. Die Seele im Einmachglas. Eine Glasdose, die mir gegeben wurde, um eine weggelaufene Seele zu fangen. Die zu mir gegeben wurde. Oh nein, kann ich damit das Kind etwa einfangen? Oh, das wäre aber richtig böse. Ich hole mir lieber den Dämon hier. Ist auch eine Seele, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Yes, es geht. Komm, schön rein. Easy peasy. Wie gesagt, da lieber so ein Dämon, so eine böse Seele, als den armen Jungen, der da von seiner Mutter anscheinend schlecht behandelt wurde. Tut mir ein bisschen leid um ihn, aber... Es ist immer in die Hölle. Hier sind wahrscheinlich viele, die nicht hierher gehören. Bin ich dafür gleich schon? Nee, jetzt noch nicht. Hi! Why are you hanging around, Cowan Nothing? I want my missing soul! And don't try bluffing! I almost caught it! Let me go! Geh los. Ja, deine dumme Seele. Was willst du eigentlich damit? Eieiei, was denn hier jetzt? Der hat eine Spieluhr. Das ist ein Necronomicon wahrscheinlich. Wie, natürlich, was denn sonst? Schädel. I collect all the treasures aside from souls, you know? Any of my wares could be yours in an instant. If you come back with something precious in town. Kostbarer Halsschmuck, die Belohnung für eine gefangene Seele. I know that paperweight. Thieving to you is a natural trade. Go on, hand it over to me. You're quite the little thief, I see. Okay, danke. Will ich jetzt was dafür?
damit kann ich bestimmt die Augen täuschen. Where's your fa- Ja. Ah, exchange it back. Okay. Gut, dass ich das tauschen kann. Dann hole ich mir jetzt erstmal. Ja, wie gesagt, hole ich mir erstmal unten. Also, ich gehe in den Gang. So. Ah, sie zieht die Maske automatisch auf. Das ist gut. Das denken alle, ich bin der Cryptkeeper. Oh nein. Da brauche ich einen Schlüssel. Warte mal, dafür brauche ich doch. Ich wette, das ist. Ja. Das ist doch bestimmt sowas. Der Schlüssel, den ich jetzt auch brauche, um den Mann zu befreien. Da muss ich mich doch bestimmt entscheiden. Alter, was ist denn hier los? Hä? Okay, ich verstehe gerade gar nichts. Warte mal, da war doch die Spardose, oder? Als er da auf den Schrank hochklettert, sagt sie das von wegen, das ist so eine ekelhafte Spardose. Vielleicht, ja, ich muss vielleicht nochmal den Gegenstand eintauschen jetzt. Da ist er gerade, der Ekelhafte. Geh mal weg jetzt. Hast es jetzt bald. Oh nein. Alles klar, also die sehen es irgendwann, dass ich das bin, ja? Okay, aber das ist gar nicht mal so schlecht, dann spare ich mir den Weg. Ich glaube, ich hole mal die Münze jetzt. Ich habe jetzt die uralte chinesische Münze hier. Hoffentlich reicht das. Ansonsten wäre es nicht so schlimm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, es hat locker gereicht. Einen silbernen Schlüssel. Ich gebe den natürlich dem Kerl hier, bevor ich den jetzt... Oder? Did you find the keys? It's not as easy as it seems. I guess. So, what will you... I haven't thought about that. Do you know how to... Yeah. You do know... I did. I received the lot. Your servants have... No. So there's... I doubt it. You sh... Hey. No, I... Finding the... Yeah. Okay, gut. Dann gebe ich ihm jetzt den Schlüssel. Ich wollte nicht nochmal den Dialog starten. Ich hab's so schnell gedrückt. Yay, er ist frei. Und die Figürchen kommen mit ihm wahrscheinlich. Thank you, girl. There is some goodness in your heart. Don't lose it. So. Krieg ich den Schlüssel jetzt? Nee, der Schlüssel ist weg, verdammt. Ein Tischler vergessen, hat ein Lochmeißel vergessen mit einer goldenen Handel versehen. Aha. Sehr gut, ich kann mir auch das Tischlerwerkzeug nehmen. Das kann ich doch bestimmt eintauschen jetzt irgendwie. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie es denn weitergehen könnte, weil ich kann mir noch diese Figur nehmen, diese... Also ich denke mal die Steinfigur, ich kann mir das Buch noch nehmen, denke ich, die Spieluhr mal sehen. Aber die wird er bestimmt nicht hergeben. Ja, und dann halt wieder die Maske. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich da hinten machen soll in dem Raum. Hier, wisst ihr das? Nee. A carpentry tool no more. A sample item, but it's handy for sure. And the engraving is a talister who worked with it for a long spell. Okay. Kann ich mir das Spieluhr nehmen? Ah, okay. Die will er nicht hergeben. Was ist das für ein Buch?
Ein Notizblock in einer... mit der unheimlichen Sonne auf dem Deckel. Warte mal, das kann doch bestimmt der Kleine wieder lesen. Der andere hatte diese Sonne ja auch als Tätowierung auf dem Bauch bei den Eulen. Ich glaube, das ist halt so das Ding der Dämonen hier, weil die unten keine Sonne haben. Ach, warte mal, kann ich mit ihm jetzt? Will you take... I haven't decided. Kannst du das lesen? Oh ja, kann er, sehr gut. Take a look at this little something I traded with the merchant. Well, the merchant. Well, what have you got there? It's the cemetery's old accounts book. That's odd. What's the sun doing on the cover? That's nothing of note here. Just a load of names and numbers. One date is written in blood. The year 1524. Ew! Okay. Hey, who's that giant over there? From the souvenir stall? Oh, there's a whole story behind that. He wasn't always in the cemetery. When I was a kid, Erward was much more mobile. He traveled around and collected all sorts of junk. And then, one day, he got his hands on a jar with a soul inside. He started calling himself a collector and began looking for more and more of them. And that's how he ended up here. He grew bigger and bigger with each soul he collected until he became what you're seeing now. Oh, is there any way I can unsee him? That's not my problem. He'd be interested in your soul too, by the way. Yeah, there's super. No way I'm trading my soul. Trading? Who said you'd get anything in return? That isn't funny. Wie sieht's eigentlich aus? 27 zu 10. Also, ich stehe auf jeden Fall auf der guten Seite. Aha. Also 15, 24. So, dann gehe ich jetzt... Ich hole mal die Steinstatue. Ich habe nämlich eine Idee, wo ich die einsetzen könnte. So. Das ist eigentlich... Also, ich bräuchte nur noch das Gesicht, um da durchzukommen. Andererseits... ist hier vielleicht noch was, was ich brauche und was ich umtauschen kann dann. Mal sehen. Da ist nämlich noch was im Boden. Vielleicht geht da eine Geheimtür auf. Yes. Dachte es mir. Sieht auch schon danach aus, als wäre es eine Treppe. Habe ich jetzt vielleicht hinter... So damn dark in here! Oh je. An ancient fireplace. Must be for some kind of ritual. Ah, da kann ich da bestimmt... An ancient fire... Nein, 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 nein. Nein, 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 die Götze wegmachen. Hat sich da was getan gerade? Nee. Alter, ich werde doch nicht den armen Götzen verbrennen. An ancient fire. Warte mal. Das Tischlerwerkzeug. Okay, das kann ich gerne opfern, aber... bin ja wohl noch zu früh. Warte mal, ich nehme den mal wieder mit. Tja, schade. Aber jetzt ist mir schon klar, was ich machen muss. Ich hole jetzt die Maske, gehe wieder runter und dann brauche ich später nochmal diesen Götzen. Alles klar, hier ist 1524. Oh, what use are you? You're just an extra weight, that's all. I'm tired. I am a special. I am Oak. My Linden brothers are lighter, but theirs less useful. Okay. Aber es geht noch weiter runter. Ah, da ist eine Laterne und eine Schaufel. Die ist aber auch schwer, wahrscheinlich, ja?
Da ist ein Schlüssel. Yes. Ein riesiger Schlüssel. So. Dann schließe ich mal die Tür oben auf. Aber wie kriege ich jetzt... Wie kriege ich jetzt das, was ich brauche, aus der Urne? So, erstmal aufschließen. War's das schon? Ah, jetzt sind die Schädel verschwunden in den Wänden. Okay. Aber ich kann jetzt was sehen, immerhin. Vielleicht ist hier unten noch was zu finden. So, die Schaufel haben wir. Nun. Oh, warte mal, ist da oben jetzt... Vielleicht... Ja, ja, komm. Tragst du mal hier hin. Aber jetzt sieht es ja sehr hell aus gerade. Oh, das war, glaube ich, richtig. Warum gehst du wieder runter? Warum aber genau an der Stelle? So. Aha, jetzt kann ich mich entscheiden. Schmetterling, Sonne oder Totenkopf? Ich glaube, ich nehme die Sonne. Macht wohl am meisten Sinn, oder? Noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der in der Urne gefunden wurde. Soll ich jetzt damit anfangen? Kann ich den... Warte mal, ich tausche jetzt erstmal die Maske um. Ich brauche nämlich wahrscheinlich wieder diese Statue, um da runterzukommen. Aber ich muss ja jetzt ein paar Sachen verbrennen, oder? Warte mal, kann ich mal echt... Oh, fine. Take the flint, but don't waste your time. Aha. And bring it back without delay. You hear what I say? Yep, clear as day, thanks. Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier Zunderstein und Zündholz oder Zünder... Hallo, ich darf mir noch was aussuchen? Ja. Gut. Er postet einen Totenkopf. Alles klar, was... ist die Frage, was kann ich jetzt noch verbrennen? Ich brauche ja was... Ich brauche das Todwasser und was Wertvolles, oder? Nee, wie war das? Ich muss hier was Wertvolles verbrennen. So. Sehr gut. Also wenn es nicht anders geht, muss ich leider diese... Ja, ja, muss ich leider die Statue verbrennen. Ein Feuerzeug. So kann man es auch nennen. Nothing. I probably need to burn something special. Okay, was? And how am I supposed to... Was kann ich denn mit dem Schlüssel jetzt anstellen? Oh nein! Ich nehme ihn. Ich nutze ihn als Brennholz. Tut mir sehr leid. So there's no getting around this without sacrifices. But I tried. Sorry, little one. Oh, but you need to serve a great purpose. I'm so happy that I could help. It what I always dreamed of. Du armer Kerl, ich will dich nicht verbrennen, aber ich muss wohl leider. Ich habe jetzt... Ich habe nichts anderes gefunden. Es tut mir echt leid. Sorry, but I don't make the rules around here. Oh nein, der arme Kerl, Mann. Looks like a keyhole. Es tut mir so leid. Ist das das Todwasser? Trink es. Alles. Fläche mit totem Wasser.
Oh, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben. Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich wahrscheinlich wieder fett negativ Karma. Nichts? Es gab nichts? Aber dann ist ja auch nicht so schlimm. Der arme kleine Kerl, der wollte nur einen Nutzen haben in seinem Leben und ich verbrenne ihn einfach. Ja, du wolltest doch das Todwasser. I've got everything. Attention! Now for a summer game! Give me the dead water and wear the necklace during the ritual. Das mache ich mit dem Geisterjungen, der Arme. While you were away, I found a suitable place for the ritual and got everything prepared. See that crypt with the gargoyles at the entrance? Meet me there. Ich vertraue ihm nicht, aber wir haben gutes Karma, von daher denke ich mal. Will you take that depends on how you. Ich kann ihn echt nicht mitnehmen, den armen Jungen, egal was ich jetzt mache, denke ich. Also ich kann euch empfehlen, guckt euch danach vielleicht auf YouTube mal so ein Let's Play dazu an, wie es jemand anders spielt. Ich weiß es nicht. Aber was soll ich... Ingrid! Finally! Vielleicht habe ich einiges verpasst, was ich hätte anders machen können hier. Start the ritual. Let's do this! There's just one thing you should know, but I don't think it'll faze you. You see that coffin? It's for you. Ah! Ja. It'll serve as a teleporter. You scared? Das haben wir doch schon mal gehabt. As if. Das ist wie Dark Souls oder Elden Ring. Erstmal in so einen Sarg einsteigen. Ey, wir werden doch bestimmt als Vampir wiedergeboren. I hope I didn't get anything mixed up. Holy shit. Oh nein! Oh nein! Dieser Penner! Sie ist nicht mehr da! Was ein Schwein, ey. Der Fluss, Kapitel 12. Boah, am Ende hat es echt noch 20 Kapitel. Wer geht das Spiel denn noch, bitte? Ein Glück. Der Teufel. Aha. Oh nein, die Kinder. Ist das der Limbus? Wo die Kinder kommen, hinkommen, so der erste Kreis, die Armen. I just got back from your little world. I was checking how the weather is over there. It's pretty warm. I guess now would be a good time to go back. I've been watching you this whole time. There's enough darkness within you, but there's a hint of light too. As you see, you couldn't manage to atone for your sins. In that case, I'd better stay here and not torment my mom anymore. Aww. You're an ordinary kid. The dark powers within you are fighting with even darker powers. I was such a brat. I was allowed anything I wanted, but I didn't appreciate that. You realize the error of your ways, so I'll help you. Okay. With my blessing, you'll be able to go through the waterfall. If you behave badly, then drop by and we will play a game. Thanks for your help, Malik. I wouldn't have managed alone. Alrighty then, I'm off. It's lunch time. Oh, Moloch ist voll der Nette. Der hat uns einfach nur geprüft. Das war das Spiel, ja? Nein. Nein, nicht die Schmetterlinge.
Alter, das ist ja ernst. Das war's schon. A Game by Creepy Brothers. Schade, das war jetzt echt kurz das Ende. Vielleicht, weil ich immer noch Sünden hatte. Und oh nein. Hätte ich doch mal mehr gute Sachen getan oder mehr schlechte. Wer weiß, vielleicht wäre es dann auch ganz anders ausgegangen. Aber ja, es war ein schönes Spiel. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das war jetzt so das dritte der drei von Creepy Tales. Huch, Entschuldigung, bin ans Mikro. Aber wie gesagt, sehr, sehr cool. Ich fand's echt nicht schlecht. Und wenn es noch einen Teil gibt, werde ich den natürlich auch spielen. Die werden halt immer länger irgendwie und immer ausgebuffter, aber sehr gut. Ja, wie hat's euch denn gefallen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich sag gleich dazu, wenn ich das Video jetzt hochlade, kommt erstmal danach zwei Tage nichts, weil ich habe jetzt locker 5-6 Stunden Ruheaufnahme und ich werde es zurechtschneiden, dass es nicht so lang ist. Und ich habe nur noch ein paar Tage bis zum Urlaub, deswegen, ich muss noch viel vorproduzieren, also seid nicht traurig. Auf dem zweiten Kanal kommt jeden Tag was. Soweit ich das jetzt noch hinkriege, habe ich auch noch ein bisschen was aufzunehmen. Oh, ich bin ein bisschen durch, aber... Nun ja, hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch geht's auch so. Liked das Video gerne und jetzt lese ich euch noch die Leute vor, die mich monatlich finanziell unter anderem unterstützen. Auch ihr könnt das übrigens gerne machen als Kanalmitglieder oder auf Steady. Ich würde mich sehr darüber freuen und es wird mich auch wirklich sehr unterstützen. Oder mit Super Thanks. Auch das könnt ihr gerne machen. Einfach auf das Herz mit dem Dollarzeichen und dann seht ihr schon, wie es weitergeht. Dankeschön, ich bin der Bruga, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mikey Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupu Fischbub, Reik Poretzky, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.